Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video-Interview hier bei Perspektiven, unserem neuen Format von Perspektive Online. Heute beschäftigen wir uns mit dem Rechtsruck und haben dafür hier zwei Gäste in unser Studio eingeladen. Das ist zum einen Henning von Stolzenberg. Er ist aktiv im Bundesvorstand der Roten Hilfe und beschäftigt sich dort regelmäßig mit repressiver Aufrüstung und auch linken Widerstand gegen Faschismus. Schön, dass du da bist. Danke. Hallo. Zum anderen Olga Wolf. Sie war vor Ort beim G20-Gipfel in Hamburg, hat dort live berichtet über die Situation von vor Ort und hat sich seitdem auch mit innerer, äußerer Aufrüstung und auch mit dem Rechtsruck beschäftigt. Schön, dass du auch da bist. Hallo, freue mich. Genau. Thema Rechtsruck heute. Wie zeigt sich der denn, Henning? Also ich nehme den Rechtsruck auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen wahr. Zum einen haben wir alle gesehen, was in Chemnitz passiert ist und Lütten, wie sich rechte Gruppierungen zusammenrotten und viele Leute auf die Straße bringen, gewalttätig, marodierend durch die Straßen ziehen. Das ist die eine Facette und die andere äußert sich parlamentarisch, vor allen Dingen auch durch die AfD-Bundestagsfraktion, die gezielte Tabubrüche begeht, offen rassistisch und nationalistisch auftritt und damit das Klima nach rechts zu verschieben versucht. Und der Widerstand dagegen ist aktuell aus meiner Sicht zu gering. Und staatliche Institutionen tun hier übrigens, wenn man daran denkt, wie Herr Maaßen sich da verhalten hat und wie der Verfassungsschutz da auch seine Finger offenkundig im Spiel hat. Das heißt, du siehst aber auch einen Zusammenhang zwischen Rechtsruck und Politik? Auf jeden Fall. Ich denke, dass Menschen wie aus Seehofer oder auch Herrn Heitz-Wieler sind ja gerade zu Stichwortgebern der Rechten geworden, wenn sie halt gegen geflüchtete Menschen und Migrantinnen hetzen und das zu ihrem ersten Wahlkampfthema machen. Da freuen sich die Rechten und können sich bestätigt fühlen und ihre Message in die Gesellschaft ist dann so. Das haben wir euch doch schon immer gesagt. Hört uns zu, wir sind das Original. Und da müssen wir gegensteuern. Denkst du, dass denn Menschen heute rechter denken? Einfach oder als etwas, was es schon lange gegeben hat? Ich gehe davon aus, dass es schon immer einen gewissen Prozentsatz von Menschen in der Gesellschaft gab, die für Rechte rechtes Gedanken gut ansprechbar sind oder die auch rechts gewählt haben. Mit der AfD gibt es aber jetzt eine Partei, die diese Meinung bündelt und sie salonfähig artikuliert und damit den Diskurs nach rechts zu verschieben versucht und tatsächlich Menschen auch erreicht, die rechtes Gedankengut in der Gesellschaft haben. Das ist was Neues gerade. Jetzt hast du jetzt mehrfach die AfD angesprochen. Vielleicht zu dir, die AfD wird ja im Kontext des Rechtsrucks natürlich offensichtlich. Was ist das für eine Partei? Wie ist die Partei einzuschätzen? Also in jüngsten Umfragen hatte die Partei bis zu 20% Zustimmung, während in nahezu fünf Wahlen. Und mit der AfD ist auf jeden Fall eine faschistische Partei als drittstärkste Kraft im Bundestag eingezogen. Und man hat auch vielleicht noch auch verständlicherweise hätte sagen können, das ist eine eurokritische Partei oder eine wirtschaftlich konservative, weil ja auch der erste Wahlkampf sich sehr darauf bezog, anti-Euro, anti-EU. Ist das jetzt eine offen kulturkämpferische, vielleicht faschistische Partei, die sowohl davon profitiert, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland unzufrieden sind mit der letzten Leistung der Volksparteien, also Union und SPD, aber auch die ganz gute Connections hat zu anderen faschistischen Organisationen, wie man zum Beispiel jetzt in Chemnitz auf Jungs gesehen hat, wo dann AfD da mitlaufen in Neonazi-Banden, die später auch bei Hetzjagden beteiligt waren. Welche Rolle denkst du, nimmt die AfD quasi ein in Bezug auch auf andere Neonazi-Gruppen und so weiter? Ich denke, Henning hatte das eben auch ganz gut beschrieben, dass sie rechte Ideen ein bisschen salonfähig macht, dass sie auch relativ zielgruppenspezifisch agieren kann. Also es gibt dann auf der einen Seite die vielleicht actiongeladenen Hetzjagden auf Menschen und es gibt aber auch die AfD, die den politischen und
parlamentarischen Diskurs eben nach rechts verschieben, beziehungsweise auch da voranpreschen und es Parteien gibt, die dann auch willig folgen oder die vielleicht auch ganz dankbar sind, dass ihnen jetzt jemand diese Arbeit abgenommen hat, rechte Ideen irgendwie verbreitbar zu machen. Würdest du sagen, also dass jetzt die AfD hat ist die zweitstärkste Kraft in der letzten Umfrage gewesen, bezüglich, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen werden, also steht eigentlich der Faschismus schon kurz bevor? Also kurz bevor steht er nicht. Ich denke aber, dass dieser Zulauf, den die AfD bekommt und auch die Zustimmung, die gesellschaftliche, zu generell rechten Ideen, ein Zeichen dafür ist, dass faschistische Kräfte in Deutschland gerade stärker werden. Auch auf internationaler Ebene kann man sehen, dass viele Bewegungen, rechte Bewegungen im Aufschwung sind. Es gibt neue nationalistische Regierungen und so weiter. Wie ordnest du diese Entwicklung ein? Warum gibt es die jetzt? Also, wir hatten ja die Weltwirtschaftskrise 2008 und das war eine Entwicklung, die global gleichzeitig stattgefunden hat und ist eine, die immer noch nachwirkt, also wovon sich viele Volkswirtschaften nicht erholt haben und was dann die Menschen in jeweiligen Staaten auch zu spüren bekommen, zum Beispiel durch weiterhin geringe Löhne oder auch durch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa zum Beispiel. Und diese teilweise wirtschaftliche Not macht zum einen die Menschen relativ empfänglich, also die rechten Kräfte hatten dort, diese Notlage ganz gut für sich nutzen können. Andererseits gibt es dann eben auch eine hohe Spannung oder ein hohes Konfliktpotenzial in diesen Staaten, wo es für die Sicherung der aktuellen Machtverhältnisse auch günstig ist, eine rechte Regierung zu haben, die solchen Protesten schneller Einhalt geben kann. Also, daher kann ich mir die Gleichzeitigkeit erklären, dieser Entwicklung. Also du siehst quasi einen Zusammenhang zwischen Rechtsruck und Wirtschaftskrise? Also wie ich ja gerade auch schon begonnen habe zu erläutern, ist zu erwarten, dass es sich auch in Zukunft wieder wirtschaftlich schlechter entwickelt. Also diesen Wirtschaftszyklus kennen wir ja jetzt schon. Und es wird davon gesprochen, sowohl Politikerinnen als auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen wissen das, dass die nächste Krise ein Ausmaß erreichen kann, was das der letzten Krise noch übersteigen kann. Das heißt auch, dass die gesellschaftlichen Spannungen sich entsprechend steigern können und entwickeln können. Und natürlich ist auch davon auszugehen, dass wenn Hunderte, Tausende entlassen werden, wirtschaftliche Not leiden, sich dort Proteste formieren. Allein weil eben die aktuelle eigene Lebenslage bedroht ist. Und zum Beispiel gegen solche Protestbewegungen oder fortschrittliche Bewegungen können sich dann Repressionen richten, die die rechten Regierungen vorbereiten. Jetzt haben wir ja sowohl über AfD gesprochen, gesellschaftliche Rechtsruck, aber auch, und das hast du jetzt gerade angesprochen, über bestimmte Verschärfung von repressiven Maßnahmen. In letzter Zeit wurden insbesondere die Polizeigesetze dort diskutiert. Vielleicht nochmal an dich, Henning, die Polizeigesetze, wie sind die einzuschätzen, auch im Kontext des Rechtsrucks? Also ich glaube, dass es da einen ganz klaren Zusammenhang gibt. Also erstmal vorneweg, das Erfreuliche ist ja, dass sich viele Menschen aber auch dagegen zur Wehr setzen, weil die eben erkannt haben, dass es ein umfassender Angriff auf die Grund- und Freiheitsrechte aller Menschen ist, in fast allen Bundesländern. Und die Demonstration in Düsseldorf fand ich eindrucksvoll. Da sind viele Menschen zusammengekommen, haben gemeinsam demonstriert, die vielleicht ansonsten politisch nicht immer so viel gemeinsam haben, aber da ihren Punkt entdecken. Und Kern dieser neuen Polizeigesetze ist aus meiner Sicht die Möglichkeit der umfassenden Überwachung, sowohl der Bevölkerung, aber auch insbesondere von Protestbewegungen, wie sie entstehen können. Und wie sie ja auch teilweise schon stattfinden, sei es größere Proteste gegen rechts, sei es die Proteste gegen G20. Es ist durchaus denkbar, dass es mal Streikbewegungen gibt, die vielleicht nicht so regulär ablaufen, wenn sich quasi auch eine Krisensituation weiter verschärft. Und da gibt es dann die günstigen Instrumente, die jetzt auch legitimiert werden sollen durch diese Gesetze.
Stichwort Fußfessel für Gefährderinnen und Gefährder, wer soll das sein? Ich glaube, das kann uns als Linke genauso treffen wie sogenannte Schwerverbrecher. Und ich glaube, da müssen wir deswegen insgesamt mit allem, was wir haben, dagegen stehen. Jetzt habt ihr beide schon für mögliche existierende oder auch vielleicht kommende größere Proteste gesprochen, Streiks und so weiter, aber man kann ja sagen, dass die Linke aktuell in Deutschland nicht besonders stark aufgestellt ist, gerade wenn man sich die Stärke der rechten Kräfte ansieht. Wie seht ihr das? Also was hat die Rechte, was die Linke nicht hat? Die Rechte hat einfache Antworten. Das ist das, was sie zu geben hat. Sie kann halt die reale und legitime Unzufriedenheit von vielen Menschen kanalisieren, aber sie kanalisiert sie halt gegen sogenannte Minderheiten. Sie gibt dann Geflüchteten, Migrantinnen, Migranten, Muslimen die Schuld, aber dahinter steht ja nichts. So. Und ich glaube, dass wir als gesamte Linke gut beraten sind, hier zu intervenieren, direkt da, wo Rechte auftreten, aber natürlich auch erklären zu können, dass es darum geht, die Lebenssituation zu verbessern und dass wir uns gegen den Kapitalismus richten müssen, weil er eben die Menschen entzweit und die Mehrheit eben nach und nach verarmt, weil es eben um Profit geht. Das ist zwar etwas umständlicher zu erklären, aber so ist es ja, wie die Mechanismen tatsächlich auch ablaufen. Holger, wie siehst du das? Würde ich erstmal zustimmen und ich würde sagen, zusätzlich hat die Rechte schon lange eine Arbeit geleistet, die Linke vielleicht eher versäumt haben, weil ich denke, dass die Empfänglichkeit für diese Botschaften, für diese rechten Ideen, die so einfach sind, eben nicht nur in ihrer Einfachheit liegen, sondern auch darin, dass rechte Kräfte schon lange ihre Kanäle aufgebaut haben, um diese Ideen auch zu verbreiten. Also heute können wir das relativ einfach sehen an den Presseportalen oder Medien, an rechten Medien, die herausgegeben werden, die eben schon viel professioneller weiter ausgebaut sind, auch besser finanziert vielleicht, wo die Linke eben deutlich hinterherhängt und solche Verbindungen noch nicht hat. Also ich denke, dass sie einfach bessere Kontakte schon haben im Falle der AfD, vielleicht zu der Wählerschaft oder von kleineren rechten Organisationen eben zu Anhängern und Anhängerinnen, die nicht unbedingt selbst faschistisch oder recht sind, aber wo die rechten Kräfte eben gute Wege gefunden haben, sie zu begeistern für ihre Idee. Also ich glaube, dass du bestimmt in manchen Regionen recht hast. Ich glaube allerdings auch, da bin ich nicht so pessimistisch, dass es auch Regionen gibt, auch hier in NRW, wo es die Rechten sehr schwer haben, sich frei zu bewegen und wo es auch linke Räume gibt, die auch ansprechend sind. Aber vielleicht sollten wir als Linke auch durchaus darauf achten, dass wir in der Öffentlichkeit und auch im alltäglichen Leben jenseits von Demonstrationen wahrnehmbarer werden, dass wir ansprechbarer werden und dass es auch durchaus völlig klar ist, dass linke Räume für alle offen sind und dass es da keines bestimmten Habitus braucht, um tatsächlich mit uns in Kontakt zu kommen, sondern wir sind ja die für eine solidarische Gesellschaft für alle stehen und das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr verkörpern, auch in unserer Außenwirkung. Ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiger Schritt wäre und ich glaube, dass wir da auch auf einem ganz guten Weg sind. Linke Gegenstrategien ist also quasi eigentlich das, wo wir jetzt schon uns darüber unterhalten. Was sind denn so, haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt, es wurden Medien genannt, es wurde offene Räume genannt. Vielleicht könnt ihr beide jeweils nochmal irgendwie die 3, 4 wichtigsten Punkte nennen, wo ihr denkt, was sind zentrale Punkte von einer linken Gegenstrategie, um diesem Rechtsbegriff etwas entgegenzusetzen. Vielleicht gehen wir nochmal bei dir die wichtigsten 4 Punkte. Die wichtigsten 4 Punkte, okay. Ich weiß nicht, ob es 4 sind. Was ich richtig finde, ist zum einen natürlich die direkte Intervention. Überall da, wo Rechte auftreten, müssen wir vorher schon sein. Wir müssen entlarven, was die Rechten im Schilde führen und wir müssen gucken, dass wir sie möglichst blockieren und vom öffentlichen Raum fernhalten. Ich glaube, dass es auch durchaus wichtig ist, geschichtlich weiter aufzuklären. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen tatsächlich irgendwie den historischen Faschismus und was er angerichtet hat, nicht umfassend irgendwie begreifen. So. Und ich glaube, dass da wirklich Aufklärungsarbeit nötig ist, den staatlichen Schulen auch nicht gewährleisten. Darüber hinaus, glaube ich, aber müssen wir vor allen Dingen auch
den Antifaschismus mit anderen sozialen Kämpfen verbinden. Also in dem Punkt, wo Menschen um höhere Löhne kämpfen, darum kämpfen, dass das Hartz-IV-Regime abgeschafft wird und es eine gute Grundsicherung gibt ohne Sanktionen, da wo es um niedrigere Mieten und bessere Wohnungen geht oder um andere Formen der Gleichberechtigung. Da, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, wenn wir als Linke stark auftreten, den Rechten das Wasser abzugraben und auch da darzustellen, dass eine solidarische Gesellschaft die Alternative ist und nicht Ausschluss, Nationalismus und Rassismus und ein autoritärer Staat. Und das Vierte ist, glaube ich, was wichtig für uns ist, da wo wir gegen rechts aktiv sind, muss die Linke zusammenstehen, muss auf berechtigte Differenzen hinten anstellen und muss sowohl in der Aktion als auch, falls es zu Repressionen und Polizeigewalt wird, solidarisch miteinander umgehen und kollektiv handeln. Das wären die vier Punkte, die ich jetzt am wichtigsten fände. Achso, deine vier Punkte? Weitere vier. Das kann sich auch überschneiden. Ich bediene mich an seinen vier und würde einen ergänzen, den du eigentlich eben schon aufgemacht hast. Mit den einfachen Lösungen, weil die linken Lösungen vielleicht nicht ganz so einfach sind. Aber ich glaube, du hast eben schon begonnen, sie ganz verständlich zu erklären. Aber eben dort nicht nur gegen zu sein, sondern auch eine Alternative bieten zu können, eine, die sich vielleicht Menschen auch vorstellen können und die ein bisschen lebendig wirkt. Ja. Dass damit eben auch vielleicht Begeisterung geschaffen werden kann für die Alternative. Ja, gute Politik ja kann durchaus auch Spaß machen. Ne? Weil ich meine, auch im kulturellen Bereich kann man durchaus vielleicht an manchen Ecken und Enden nochmal eine Schippe drauflegen. Ja, linke Politik ist nicht nur wichtig und notwendig, sondern durchaus auch was Nettes und etwas, was verbindet. Das kann in den Nachbarschaften anfangen, über bestimmte größere Events hinaus. Und ich finde auch ganz aktuell, unabhängig davon, wie man dazu steht, das Konzert in Chemnitz, was als Reaktion auf die faschistischen Übergriffe gelaufen ist, ich glaube, das hat auch deswegen so viele Leute nach Chemnitz gebracht, weil es zum einen durchaus einen politischen Ausdruck hat, zum anderen aber auch, weil es ein kulturelles Event war, wo es auch niedrigschwellig möglich war, daran teilzunehmen. Du hast gerade noch Alternativen angesprochen. Wie meinst du, also, was muss man hier quasi greifbar machen? Da meine ich zum Beispiel zu erdenken, wie denn Alternativen zum Leben Kapitalismus aussehen können. Also die Rechten, zum Beispiel die AfD, brüsten sich ja damit, dass sie die Rebellion oder den Aufbruch auslösen werden gegen die da oben, gegen die Herrschenden, gegen wen auch immer. Und letztlich wissen aber viele ja auch, dass sie das Gleiche, dass das Programm, was sie vorschlagen, das Gleiche in Grün sein wird, nämlich trotzdem Kapitalismus. Und dann wäre es die Aufgabe der Linken zu erdenken, wie denn eine nicht-kapitalistische, sozialistische Gesellschaft aussehen kann und das mehr ausgestalten, wo vielleicht auch die rechte Kräfte um einiges voraus sind, weil sie das eben schon geschafft haben, ihre Ideen und Ideologie zu modernisieren, wohingegen die Linke noch ein bisschen alt aussieht. Vielleicht, wenn sie den Sozialismus vorstellt oder ihre Idee vom Sozialismus. Alles klar. Vielen Dank noch für den letzten Beitrag. Ich würde sagen, mit dem Statement belassen wir es für heute. In dem Sinne, vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, unser erstes Video-Interview hat euch gefallen und wir werden sicherlich noch mit weiteren Folgen.